Wir sind mal wieder unterwegs. Ob das heute so eine gute Idee war, das wird sich noch rausstellen. Denn es ist sehr warm. Aber wir haben eine Tour, die ist nur 900 Meter vom Hotel weg. Und deswegen haben wir gesagt, hier an unserem Würfel vorbei, auf gerader Strecke. Wir probieren es ganz einfach mal. Und wir haben hier einen, der wird geföhnt. Ja, weiß den. Ja, Wuffi. Schön. Alle freundlich, alle nett, die Menschen hier. Es ist eine, ja, ich sag mal, eine Lebenseinstellung, glaube ich auch. Denn als Ausländer, wie wir ja klar erkennbar sind, ist man nicht immer und überall so herzlich willkommen und freundlich begrüßt wie hier. Aber es ist uns jedenfalls jetzt in den letzten 3 Wochen nicht passiert, dass jemand unhöflich war. Ein Geräusch. Ah, die Bahn. Wir sind hier direkt an der... Wie heißt die? Skytrain. BTS, genau. Nicht MRT, das hieß woanders MRT. So, wir haben dann jetzt dieses Hotel im Auge hier vor uns. Das Empire Tower. Ist kein Hotel, ist ein Bürogebäude. Da gibt es einen Skywalk und hier gibt es was zu essen und hier stehen die an. Wir trinken aber jetzt eher nur Wasser. Hier ab 89 Thai Baht gibt es hier was zu essen in dem Food Court. So, Nong Choisi, das ist die Station, die wir hätten fahren müssen, um auszusteigen hier. Aber wir sind gelaufen, weil wir es nur ein paar Meter vom Hotel haben. So, wir schwimmen hier. Hier stehen sie auch an. Für 19 Baht gibt es hier Kaffee. Es ist Mittagszeit. So, und jetzt ist Schatten. Das ist noch schöner, der Schatten hier. Oh. Also wir haben keine gute Wahl getroffen heute. Schauen wir den kleinen Hund an. Ob wir schon da hoch müssen? Aber ich mache noch mal das Wifi an und dann schauen wir mal. Hier gibt es Brillen. ¥150, die sind bei uns auch nicht teurer. Meine ist nämlich gerade verkratzt und sieht ganz übel aus. Ja, und wenn man hier auf die andere Straßenseite möchte, da wollen wir hin, dann geht es ganz einfach, nämlich hier mit der Rolltreppe. Ja, denn Straßen zu queren, das ist hier gar nicht so einfach und auch nicht ungefährlich. Wir müssen aber noch auf die andere Seite. Nicht nur hier die eine Straße, sondern zwei. Und hier sind dann auch immer die Eingänge zu den Bahnstationen. Ja, essen, trinken, Geld abheben. Hier muss man bezahlen. Und hier geht es jetzt auf die andere Seite.
Und hier wollen wir lang. Und deswegen geht es auch hier wieder runter. Und wie, jawohl, hier ist er. Das Haus heißt Mahana Konkyup. Den schauen wir uns jetzt von unten. So, und hier ist der Abgang. Ja, es gibt viele Möglichkeiten, von oben auf die Stadt herabzublicken. Aber ich glaube, den schönsten Blick, den hatten wir vor ein paar Jahren. Vom Bajocke, von der Terrasse oben, der 70. Etage. Das war die Krönung und deswegen ist alles andere. So, jetzt schauen wir mal nach oben. So, überall hat man hier die Möglichkeit, einen Tuk-Tuk zu fahren. An den Stationen stehen die. Die wissen genau, wo die Touristen rauskommen, wo sie hinwollen. Und deswegen wird hier viel, ja, sozusagen koordiniert. So, wir wollen jetzt in diesen Turm, Empire Tower. Da wollen wir nach oben. So, hier ist die Werbung vom Skywalk und den Skywalk haben wir hier auf der Abbildung, auf der Werbetafel und ich zeige ihn euch, wenn ich so weit nach oben komme. Da oben, diese Plattform, seht ihr die? Das ist der Skywalk. Aber das ist eh nichts für mich, weil mir das einfach zu hoch ist. So, wir müssen noch hier weiter. Ja, wir müssen noch ein bisschen weiter. Das ist privat. Wie bitte? Ja, das ist also privat, das Haus. Mich würde mal interessieren, aber das können wir rauskriegen, was da eine Wohnung kostet zum Mieten. So, auch hier für Rollstuhlfahrer Möglichkeiten, mit dem Lift nach oben zu kommen, rüber zu kommen. Ja, diese Häuser sehen wir vom Hotel aus und ich kann euch zeigen oder sagen, hier wollten wir eigentlich oder wollen wir rein in dem Empire Tower. Das ist Saturn Square. Ist nochmal der Skywalk gut zu sehen. Ja, und da ist unser Hotel. Das müsste das Hotel sein. Mit dem Pool dabei und der kleine Garten auf der anderen Seite. So. Jetzt. Genau, das ist unser Hotel. So.
Hier kommt wieder die Bahn. Schaut das nicht großartig aus? So, ich glaube, hier müssen wir den Weg nach oben gehen. So hat man den Blick von oben. Da geht es gleich wieder los. Die Motorradfahrer, die fahren vorher bei Rot über die Ampel. Das interessiert die gar nicht. Und die Fußgänger, die machen es richtig. Todesmutig in Bangkok, der neue Spielfilm. Zwei auf der Strecke geblieben. Unvernünftig, dumm. Spottet jeder Beschreibung. Und die geht hier einer Einheimische so über die Straße? Kein Mensch. Also ich verstehe es nicht. So, das ist die Happy Hour, Rush Hour. Eigentlich müssten die jetzt eingesperrt werden. Da hilft ein Mopedfahrer die Leute über die Straße. Der hat Erbarmen. Der hat Erbarmen und sagt, wegen so viel Dummheit muss einer da aushelfen. Ich verstehe es nicht. So, wir gehen jetzt darüber. Hier ist er, EM Space. M Space. Nicht M, wie wir geschrieben haben, sondern EM. Habe ich den Schreibfehler gemacht. Aber schaut euch an, ist das nicht schön? Schöner kann man doch den Verkehr gar nicht beobachten. Da wollen wir hin. So, und das Kamerateam ist auch schon da. Der nimmt da was auf und wo der die Kamera stehen hat, da muss es irgendwas zu sehen geben. Schauen wir uns jetzt mal an, was er da macht. Oh, sieht das gut aus. Das sieht gut aus. Wir wissen schon, warum die Kameraeinstellung gewählt haben. Ich muss jetzt hier mal ein kleines Foto-Video machen. Und zwar gleich hochladen, denn das ist einzigartig. Das muss ich euch zeigen. Man nehme ein altes Croissant oder ein frisches, lege es zwischen zwei Bücher und klappe es zu. Ein flaches Croissant. Und so schauen die aus und wir schauen uns die jetzt in Natura an. Exakt flache Croissants. Auf was für Ideen man kommt. Ja, hier sind die ganzen Angestellten vom Turm unterwegs. Haben Mittagspause oder fangen an. EM Space heißt das hier. Hier gibt es die gegrillten Panini.
Get Fresh. Und hier gibt es alles. Und da, wenn ich nicht meine Zahnpasta finde, dann... Ich bin ja immer noch auf der Suche nach einer speziellen. Ja, und das ist hier scheinbar die Aufzugshalle und da kommt man nur rein, wenn man auch einen Pass hat. Tower 1, Tower 2. Und ich weiß jetzt gar nicht, was wir hier machen können. Ja, hier geht's nach oben. Hier ist das Foyer, die Halle. Hier ist ein Flügel, wer Klavier spielen kann, kann das sicher hier tun. Toiletten, Wirtschaftsnachrichten. Ja, so kann man auch ein Bürohaus gestalten. Es ist ja mehr wie ein Bürohaus. Wir gehen einmal rum und schauen uns das dann an. Der König ist auch immer vertreten hier und wird natürlich immer respektvoll gehuldigt. So, Tower 1 hier, Tower 2, aber für uns nicht. Hier gibt es die verschiedenen Wohnungseinrichtungen im Empire Tower. Also ich nehme jetzt mal hier ein kleines Apartment. Normalpreis 6 Millionen mit Discount 5,5 Millionen auf 2 Etagen. Das ist ein Studio-Apartment. Dann schaue ich mal, was das kostet. Ja, weil es so schön war, ich bin runtergefahren, dann fahre ich jetzt nochmal nach oben, um euch das zu zeigen. Schön klimatisiert, nicht zu kalt. Also hier gehen tausende Menschen rein und raus. Die Mittagspause ist vorbei. Ich zeige euch das jetzt mal hier. Alles schön, alles sauber, alles ordentlich. Kein Lärm, keine Hektik, kein Stress. Hier ist geöffnet Montag bis Freitag 7 bis 21 Uhr, Samstag von 8 bis 21 Uhr. Dieselpreise, Benzinpreise werden hier angegeben und alle Informationen. Es ist 13 Uhr und 16 Minuten. Da unten ist die Bank. Und hier geht's nach oben.
hier direkt die Straße, die Taxis, die Busse, die Privatbusse. Und dann gibt es hier auch so einen Innenhof. Nein, das ist schon die Straße. Und was für schöne Leckereien hier überall stehen. Ja, der größte Fehler, den ich oder wir jetzt gemacht haben, kann ich euch auch sagen, dass wir Unterkunft haben, zweimal oder dreimal, wo das Frühstück mit dabei ist. Das heißt, wenn es mit dabei ist, nutzt man das auch. Hier ist ein Teehaus. Und dann isst man eh wieder früh viel zu viel. Ein Tee, ein Kaffee und ein Keks würde ausreichen. Und dann könnte man so wie jetzt eben diese Feinheiten, die Köstlichkeiten hier auch probieren. So. Ich